Also mein Gegner hatte bestimmt einige Chancen in der ersten Partiehälfte, weil ich dann eine Figur opfern musste. Und dann in der zweiten Partiehälfte, denke ich, ich habe Gewinn gespielt, aber im Endeffekt ist es dann Remis ausgegangen, da wir beide auch vor und nach der Zeitkontrolle eben in Zeitnot waren. Das war auf jeden Fall sehr viel los. Wir hatten jetzt diese Partie italienisch auf dem Brett, aber nicht also die jetzt normale Standardvariante mit Läufer C4, also Läufer C5, C3, Springer F6 und jetzt normalerweise ist es dann ja typisch, also wenn wir hier, also die meisten Partien werden hier mit D3 gespielt und dann hätten wir eben mal italienisch, aber ich habe mich jetzt in dieser Partie hier für D4 entschieden, was eben etwas aktiver ist und dann auch zu etwas unsolideren Stellungen führt. Jetzt nimmt man hier eben mit Schwarz raus, weil es spielt E5. Und Schwarz ist jetzt hier, also von der Theorie her gezwungen, D5 zu spielen. Ansonsten, wenn er zum Beispiel mit dem Springer hier irgendwo anders hingehen möchte, zum Beispiel nach E4, würde schon Läufer D5 kommen und dann ist eben der Springer weg. Deswegen sollte Schwarz D5 spielen. Und dann nach Läufer B5, Springer E4, C schlägt D4. Gibt es hier eben auch eigentlich zwei ganz gute Möglichkeiten. Eben zum einen Läufer B4 Schach. Und Läufer B6. Mein Gegner hat sich jetzt hier für Läufer B6 entschieden. Und dann habe ich eben Springer C3 gespielt, denn der schwarze Springer ist natürlich schon im Zentrum eigentlich sehr gut. Und außerdem möchte man hier auch den Druck auf D5 vergrößern, da der Bau eben nicht so leicht gedeckt werden kann, zumindest. Mein Gegner hat hier rochiert, möchte natürlich erstmal seinen König hier in Sicherheit bringen. Und nun habe ich Läufer E3 gespielt. Die Schwarzen, die in dieser Stellung sind, eigentlich mit Läufer G4 zu spielen und dann eben auszunutzen, dass der Springer auf F3 gefesselt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel rochieren würde, dann könnte hier Schwarz schon auf F3 nehmen und wenn ich jetzt mit der Dame zurücknehme, dann hängt eben der D4-Baum ende. Und das ist so ein bisschen das Problem der Stellung. Und hier gibt es eben dann ganz viele Varianten, zum Beispiel mit H3. Und wenn jetzt Schwarz auf F3 nimmt, dann muss Weiß hier halt mit dem G-Bauer nehmen und dann, also hierzu hatte ich auch schon Partien und das ist relativ interessant, weil natürlich jetzt hier die G-Linie aufgeht für den Turm. Und da ich jetzt noch nicht rochiert habe, kann ich hier eigentlich den schwarzen König angreifen. Diese Stellungstypen gefallen mir eigentlich immer sehr gut. Aber hier hat sich mein Gegner nicht für die Hauptvariante mit Läufer G4 entschieden, sondern hier direkt F5 gespielt. Also ich wusste hier noch, dass Schwarz also eigentlich nicht so gut F6 spielen kann. Und zwar wegen dem Zug Dame B3. Jetzt hängt zum einen der Bauer auf D5 natürlich, aber auch der Springer auf E4, weil der Bauer hier gefesselt ist. Weshalb mein Gegner hier F5 gespielt hat, was eigentlich deutlich schlauer ist. Denn wenn ich jetzt den gleichen Zug machen würde mit Dame B3, hängt zwar auch der D5, aber zumindest ist der Springer auf E4 durch den F5-Bauern schon mal gedeckt. Und deswegen hat mir diese Variante halt nicht so gut gefallen. Also ich habe hier erstmal einiges an Zeit verbraucht und habe dann keine wirklich gute Widerlegung für diesen Zug gefunden. Wahrscheinlich wäre es am besten gewesen, einfach mit E schlägt F6 diesen Bauern Oppressor rauszunehmen. Denn ansonsten kam Schwarz später zu F4 und das hat dann mir einige Probleme bereitet. Ich habe jetzt also Dame A4 gespielt. Ich greife natürlich zum einen den Springer auf C6 an. Aber eine andere Drohung wäre zum Beispiel auch, dass ich jetzt hier Springer schlägt D5 im nächsten Zug spielen könnte und dann kann die Dame eben nicht zurücknehmen, weil ich dann Läufer C4 habe und hier die Dame mit Hilfe einer Fesselung gewinnen würde. Jetzt hat mein Gegner hier erstmal F4 gespielt. Das ist natürlich ganz schlau, weil jetzt mein Läufer zurück muss und natürlich auch der D4-Bau dann einmal weniger gedeckt ist. Nach D2 wollte ich nicht wirklich, da sonst einfach Schwarz auf D2 tauschen könnte. Da habe ich schon mal das Läuferpaar verloren. Deswegen musste ich jetzt erstmal wieder nach C1 zurück auf mein Ausgangsfeld, was natürlich nicht so optimal ist. Und zumindest habe ich jetzt die Drohung Springer schlägt D5 erneuert und ich habe natürlich auch immer noch die Idee, auf C6 zu nehmen. Weswegen dann mein Gegner hier einen ganz logischen Zug gemacht hat, und zwar Springer E7, deckt zumindest zum einen den D5-Bauern und bereitet auch vielleicht C6 später vor, wodurch dann der Bauer natürlich auf D5 eigentlich langfristig sehr gut verteidigt ist. Jetzt habe ich hier rochiert, ansonsten ist mein König in der Mitte hier natürlich sehr schwach. Und nun kam Läufer G4. Möchte ich halt eben auf F3 rausnehmen und wenn ich damit Bauern zurücknehme, habe ich natürlich eine ganz schlechte Bauernstruktur und mein König ist ja auch schon sehr offen. Jetzt gab es ja eigentlich auch ein paar interessante Varianten, zum Beispiel wenn ich hier auf E4 nehmen würde und wenn Schwarze eben auf F3 nimmt, habe ich zumindest Springer G5, dann hängt der Läufer und ich drohe zumindest mit Springer E6 schon mal eine Gabel und wenn er hier den
Springer zurücknimmt, dann geht natürlich hier die Diagonale für, also die Weißfeldrecke geht diagonal auf. Aber ich kann es auch nicht wirklich ausnutzen. Schwarz kann es hier eben ganz gut eigentlich abwehren mit Springer D5. Und ja, jetzt hängt eben hier noch mein Springer auf F3 und der Springer kann auch mit C6 gedeckt werden. Das bedeutet, ich habe hier eigentlich nicht so viel. Und das würde mir dann hier eben nicht so viel bringen. Und wenn ich stattdessen dann statt dem Schach hier zum Beispiel Springer G5 zuerst ziehen würde, um eben hier diese Drohung aufzustellen, dachte ich, wäre es hier ganz gut möglich gewesen, für Schwarz F3 zu spielen und hier eben direkt meinen König anzugreifen. Der Springer wird dann wahrscheinlich mit Hilfe von H6 dann zurückgekickt irgendwann und hier werden halt meine weißen Felder am König relativ schwach, weshalb mir das nicht so gut gefallen hat. Deswegen habe ich dann hier Läufer E2 gespielt, eben um hier keinen Doppelbauern auf F3 zu bekommen. Und jetzt kam hier schon Springer F5. Greift natürlich weiter mein D4 Bauern an und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich irgendwas machen muss, weil jetzt hier wirklich Läufer steckt F3 droht und dann wäre der D4 Bauer eben von Schwarz angegriffen. Deswegen habe ich mich jetzt hier für Läufer steckt F4 entschieden, was etwas riskant aussieht, da hier eben der Turm schon nach F4 schaut, wenn der Springer dann mal wegzieht, mein Läufer hängen würde. Und natürlich hier auch Schwarz eben sehr viele Ideen hat. Zum Beispiel Springer schlägt D4 spielen können, was jetzt nicht in der Partie kam. Aber hier habe ich eigentlich eine ganz coole Variante gesehen, nach Springer schlägt D4 und Turm schlägt F4, dachte ich, sieht zumindest für Schwarz relativ logisch aus, weil jetzt der Läufer eben den D4-Bauern angreift und es drohen hier Abzüge mit dem Springer und der Turm steht hier auch relativ aktiv. Ich dachte zumindest, dass ich jetzt hier auf D5 nehmen kann. Die Dame kann wieder nicht zurücknehmen wegen Läufer C4 und jetzt hängt auch erstmal der Turm. Aber hier hängen dann eben relativ viele Figuren gleichzeitig, was natürlich dann nicht alles unbedingt korrekt sein muss. Aber zumindest, wenn jetzt Schwarz hier auf E2 nimmt, dann, also wenn ich mit dem Springer auf E2 nehme, dann hat sie jetzt zumindest Schwarz, denke ich, eine Idee mit dem F2 bauen, was ich jetzt nicht alles durchgerechnet habe, aber es war mir ein bisschen zu riskant, deswegen wollte ich hier, habe ich mir zumindest diese Variante angeschaut, ich nehme auf F4 zurück. Wenn Schwarz jetzt auf D4 nimmt, dann kann ich zum Beispiel die Damen tauschen und dann am Ende auf E2 nehmen, wobei ich dann Material gewinnen würde. Das heißt, ich dachte, dann muss hier Schwarz auf F1 nehmen. Hier habe ich zumindest gesehen, dass ich dann Damen W3 Schach habe und danach König H8, Springer G6 spielen kann. Und jetzt dachte ich, dass ich zumindest hier in der Variante schon mal Dauerschach mit Hilfe von Damen H3 Schach habe. Also der König muss ja wieder zurück und ich kann hier wieder... Also nach Dame B6 kann der König F8 spielen vielleicht. Deswegen ist es hier schlau, wenn ich wieder einfach nach B3 zurückgehe. Und auch wenn der König nach H7 kommt, gebe ich hier wieder Schach. Und der König kann eben nicht nach F8 wegen Springer E6 Schach. Und würde hier direkt in der Gabel reinlaufen. Deswegen ist natürlich nicht optimal, jetzt gegen einen nominell etwas schwächeren Gegner und dann noch mit Weiß hier so schnell Remis zu machen. Aber aus der Stellung heraus, die ich hatte, dachte ich, es wäre zumindest eine ganz gute Notlösung, falls das dann kommen sollte. Er hat hier erstmal auf F3 geschlagen, was dann eigentlich auch sich als deutlich schlauer herausgestellt hat. Jetzt möchte ich wieder nicht mit dem Bauern nehmen, sonst wird meine Bauernstruktur hier ziemlich aufgesprengt. Und wenn ich dann mit dem Läufer nehme, kommt hier eben Springer schlägt D4. Dann habe ich etwas den schwarzen Angriff unterschätzt. Ich habe hier nämlich auf E4 genommen. D schlägt E4. Dachte ich, sollte kein Problem sein, da ich einfach Läufer E3 habe. Ich bekomme einen Turm. Ich kann zum Beispiel zum AD1 weiterspielen, zum FE1 und ich mache erstmal Druck auf den D4, außerdem hängt der E4 auch und also diese Stellung wäre, denke ich, vorteilhaft für mich gewesen. Mein Gegner hat es aber etwas schlauer gespielt, hat hier dann Turm schlägt F4 gespielt, was natürlich erstmal vielleicht erstaunlich sein mag, da der D5-Bauer zu hängen scheint. Das Problem ist, dass der Bauer nicht wirklich hängt, da wenn ich den jetzt hier mit Schach nehmen würde, kann hier Schwarz eben sehr stark mit Damen schlägt D5 zurücknehmen. Und dann nach Springer schlägt D5 würde eben Springer E2 kommen und jetzt ist der König hier im Schach und dann hängt die Dame am Ende. Wobei ich dann eine Figur verlieren würde, was natürlich nicht so gut wäre. Und deshalb konnte ich hier diesen Bauern leider nicht rausnehmen. Mein Läufer hängt eben, ich kann ihn nicht wegziehen, da sonst hier Schwarz eben Schach geben würde. Aber wenn ich ihn nicht wegziehen kann, dann verliere ich ihn natürlich. Also mit der Dame kann ich dann auch nicht weggehen, dieses Problem zu heben, da sonst der Läufer weg ist. Und irgendwie muss ich mich eben ja darum kümmern. Und deswegen habe ich mich jetzt hier für eine, dachte ich, dann noch etwas interessantere Variante entschieden.
und zwar mit Turm AD1. Wenn er jetzt hier eben den Läufer wegnimmt, was dann auch in der Partie geschehen ist, war hier eben meine Idee, da mit C4 Schach zu spielen. Hat hier Schwarz eigentlich drei Optionen, entweder König F8, König H8 oder Turm F7. Auf F8 steht der König natürlich etwas offen und deswegen denke ich, sind dann König H8 und Turm F7 die einzigen möglichen Optionen. Und die Idee wäre eben gewesen nach König H8, dass ich Springer D5 spiele. Jetzt hängt der Turm auf F4, aber ich greife auf den Läufer auf B6 an. Wenn ich den Läufer auf B6 schlage, dann würde eben der Springer auf D4 am Ende noch hängen. Und natürlich steht hier auch einige Figuren der Fesselung drin. Am Ende würde die Dame auf D8 noch hängen. Jetzt hat sich in der Analyse herausgestellt, dass hier Schwarz hier eine Gewinnmöglichkeit gehabt hätte, Turm H4 zu spielen. Wenn ich jetzt den auf D4 wegnehme, also dann hätte ich zumindest eine Qualität weniger. Das Problem ist eben, dass hier dann Schwarz C6 hat, der Springer ist gefesselt und am Ende hängt meine Dame. Deswegen, dass eben, wenn ich dann eben hier Schlauser will und dann zuerst noch B6 wegnehmen möchte, Schwarz hat eben die sehr starke Idee, Springer F3 Schach zu spielen. Nach König H1 werde ich schon direkt matt gesetzt und wenn ich hier den Springer eben wegnehme, kann Schwarz Dame G5 Schach spielen. Und nach König H1 Dame F4 werde ich hier dann leider matt gesetzt, weil das Matt auf H2 nicht verhindert werden kann, also H3 nimmst du weg und dann wäre ich auch mal, also das wäre hier, denke ich, ein sehr schönes Ende für die Partie gewesen, also für den Schwarzen natürlich nicht für mich und meine Mannschaft, aber glücklicherweise hat mein Gegner das hier nicht gesehen. Also ich dachte hier, also in solchen Stellungen ist es wahrscheinlich ganz schlau einfach zu denken, dass ich natürlich eine Figur weniger habe, man muss dann natürlich, also sieht Schwarz, er wird diese Figur sowieso hier zurück verlieren und dann sollte man am besten nach dem besten Weg eben suchen, die Figur zurückzugeben. Der beste Weg, die Figur zurückzugeben, wäre meiner Meinung nach immer irgendwelche Ideen mit Springer F3 zu Schach zu spielen, damit eben hier meine Bauernstruktur kaputt geht und dann natürlich ist mein König hier etwas auf, meine Dame ist weit entfernt und die Dame von Schwarz kann eben hier auch schnell mit ins Spiel kommen mit Dame G5 oder Dame H4. Das kam hier jedoch nicht in der Partie, sondern mein Gegner hat hier eben nach Dame C4 Schach eben diese Idee nicht gesehen und hat hier dann Turm F7 gespielt. Also stellt den eigenen Turm in die Fesselung. Und jetzt habe ich hier eben mit E6 weitergemacht. Der Turm hat hier nur ein Feld auf E7. Wenn er irgendwo anders hinzieht, würde ich mit E7 Schach hier mit dem Abzugsschach die Dame gewinnen. Das heißt, er muss hier hin. Und jetzt habe ich immer noch eine Figur weniger. Aber dann nach Springer D5 gewinne ich diese dann zumindest, also sollte ich eigentlich zurückgewinnen. Natürlich ist immer eine Idee, jetzt auf B6 zu nehmen und dann den D4 hier wegzunehmen. Und der Turm kann immer noch nicht wirklich ziehen, da ich sonst eben diese Ideen habe mit E7 und dann öffnet sich hier auch die ganze Diagonale. Mein Gegner hat jetzt hier auf E6 genommen, was natürlich sehr riskant ist, denke ich mal. Da ich jetzt hier natürlich sehr viele Möglichkeiten habe, eben auf dieser A2-G8-Diagonale. Und letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, hier auf D4 zu nehmen. Und zwar mit der Idee, auf B6 nehmen würde. A schlägt B6, Turm schlägt D4. Wäre diese Stellung, denke ich, relativ gut für mich gewesen, da zum Beispiel jetzt hier, was einfach Dame E7 spielt, kann ich hier den E4-Bauern wegnehmen und den Turm kann ich nicht zurücknehmen, weil er gefesselt ist. Also mit solchen Stellungen, also dachte ich, kann ich hier ganz gut auf Gewinn spielen, das wäre nicht das Problem gewesen. Aber stattdessen, denke ich, wäre es hier deutlich besser gewesen, mit dem C-Bauern zurückzunehmen. Und zwar, wenn ich jetzt in der gleichen Variante auf D4 nehme, hat Schwarz eben die Möglichkeit, damit C8 zu spielen. Und jetzt droht eben der Schwarze direkt einen Damentausch und in diesem Turmspiel habe ich natürlich gar keinen Vorteil, muss erstmal hier meinen Bauern, den ich momentan weniger habe, zurückgewinnen. Und so eine Stellung wollte ich natürlich nicht dann auf dem Brett haben. Weshalb ich dann hier auf D4 genommen habe, mit der Idee, dass ja, Schwarz ist dazu gezwungen, hier bleibt Schlick D4 zu spielen, sonst habe ich kein Material weniger und der E4-Bauer hängt, der Turm ist immer noch gefesselt, also muss ich eigentlich zurücknehmen. Und jetzt habe ich hier eben einige Abzugsideen. Dame schlägt D4, scheitert eben wieder an C6 und Springer F4 sieht vielleicht ganz cool aus, aber dann kann hier Schwarz eigentlich ganz gut Dame F6 spielen und ich wollte hier halt kein Endspiel erreichen und wenn ich jetzt hier versuche, den mit dem Springer wegzunehmen, hat eben Schwarz die Option Dame F7 zu spielen. Jetzt kann ich hier nicht den Läufer mit dem Springer zurücknehmen, weil sonst meine Dame hängen würde und in dieser Stellung dachte ich, habe ich auch keinen wirklichen Vorteil oder könnte ich sogar vielleicht noch schlechter stehen deswegen. Und ja, habe dann eben hier nicht Springer 4 gespielt, sondern auf C7 genommen. Mit der Idee natürlich, Springer schlägt E6 zu spielen und dann hier eine Figur zu gewinnen.
Und jetzt hat Schwarz eigentlich einige Möglichkeiten. Zum Beispiel kann hier Turm C8 spielen, weil natürlich der Turm auf A8 auch hängt. Und dann, wenn ich den hier zurücknehme, denke ich, wäre die Stellung, die daraus entsteht, ganz interessant und mit beidseitigen Chancen. Aber dachte ich jetzt nicht, dass sie schlechter für mich sein sollte, da ich zumindest in einem Bauern noch zurückbekomme. Mein Gegner hat jetzt hier Dame C8 gespielt, was natürlich schlau ist, weil ich dann nicht mit dem Springer nehmen kann. Ich kann den D4 nicht nehmen, da dann der C7 hängt. Von der Idee her, dass hier dann bei mir hier einiges auf der C-Linie steht und dann am Ende vielleicht der Springer auf C7 hängen würde. Deswegen der vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre. Aber hier auch denke ich, der Zug von meinem Gegnerläufer schlägt B2, war natürlich sehr schlau. Greift erstmal meinen Turm an, den muss ich dann hier wahrscheinlich mit Turm C2 decken. Jetzt hat mein Gegner hier im Läufer E5 gespielt. Was mich natürlich jetzt dazu zwingt, eine Entscheidung zu treffen, denn ich habe hier immer noch einen Turm weniger. Also meinen Springer kann ich hier dann nicht wegziehen und Schwarz möchte hier den nächsten gerne rausnehmen. Weshalb ich dann jetzt einen der Türme nehmen musste. Und mich dann hier eben für Springer schlägt E6 entschieden habe. Was dann Schwarz eigentlich dazu zwingt, hier die Damen zu tauschen. Ansonsten gibt es hier natürlich tödliche Abzüge. Und jetzt haben wir eben hier ein Endspiel erreicht, in dem ich noch hier kurzfristig einen Bauern weniger habe. Aber zumindest sieht es so aus, als würde ich den E4 dann zurückgewinnen. Es kam hier Turm E8. Möchte natürlich erstmal verhindern, dass ich den Bauern hier direkt mitnehme, weil nachher ich dann Springer G5 gemacht habe. Und jetzt greife ich den eben zweimal an. Und das war jetzt eben wahrscheinlich so im 30. Zug. Also wir haben hier beide nur noch von Zeitzuschlag eben gelebt. Und ich dachte, dass hier für Schwarz die beste Möglichkeit eben gewesen wäre, mit H6 zu spielen. Und zwar mit der Idee, wenn ich hier den Bauern nicht nehme und einfach Springer H3 spiele, habe ich einfach einen Bauern weniger. Und wenn ich den hier eben nehme, mit der Idee für Schwarz hier B5 zu spielen. Und jetzt habe ich hier schon einige Probleme. Zum Beispiel Turm C5 verliert halt direkt wegen Läufer D4. Jetzt hängt der Turm und der Springer. Und ja, nach Turm B4 gibt es hier einen ganz schönen Zug, zum Beispiel hier entweder vielleicht Läufer D6 oder auch Läufer C3 einfach hier kann Weiß den Läufer nicht nehmen, dass uns Turm E1 matt kommt und ansonsten hat hier der Turm eben keine Möglichkeit mehr, diesen Springer zu decken. Ja, also hier muss ich dann schon aufpassen, dass ich nicht direkt verliere. Aber zumindest sollte ich noch die Möglichkeit hier haben, Turm C2 zu spielen. Also wäre es wahrscheinlich die beste Option gewesen, hier für Schwarz in einen Turm mit Mehrbau abzuwickeln. König schlägt K2, Turm schlägt E4, hat eben Schwarz Mehrbauern und vielleicht kann ich das halten, das ist, denke ich, immer schwer, aber zumindest gibt es hier noch realistische Chancen. Was hier, denke ich, eben die beste Option für meinen Gegner gewesen wäre, eben mit H6 und dann diesen B5-Trick hier auszunutzen. Mein Gegner aber eben auch in Zeit und hat sich dann hier für E3 entschieden, was wahrscheinlich der zweitschlauste Weg ist, den Bauern zurückzugeben, weil ich jetzt hier meine Bauernstruktur etwas kaputt ist. Aber also ich dachte hier, die Stellung ist trotzdem noch gut spielbar, also sollte wahrscheinlich Remis ausgehen und nicht mehr allzu viel passieren. Mein Gegner hat jetzt hier erstmal Läufer F6 gespielt, Springer E4 und jetzt haben wir erstmal einmal die Züge wiederholt, aber mein Gegner wollte jetzt hier vielleicht gewinnen, was natürlich vollkommen in Ordnung ist, da hier den Läufer, der immer ein bisschen besser ist, meist als der Springer, zumindest in offenen Stellungen und hier natürlich habe ich auch eine Schwäche auf E3. Ja, also das sind wir einfach nur, quasi haben wir beide hier unsere Stellungen ein bisschen verbessert, sind mit dem König ein bisschen nach vorne gelaufen. Ja, dann kam halt irgendwann diese Stellung hier zustande, wonach ich es auf einmal geschafft habe, mit meinem König hier ins Zentrum zu kommen, natürlich viel aktiver stehe und mein erst schwacher Bauer hier auf E3 ist auf einmal eigentlich ein relativ starker Freibauer geworden ist. Und ich will jetzt hier nicht mit E5 weitermachen, meinen König nach D5 bringen und Schwarz hat schon einige Probleme. Und jetzt sind wir halt im Endeffekt hier in ein Endspiel gekommen mit Springer gegen Läufer und gleichem Material, aber ja. Der schwarze König ist hier einfach eben deutlich passiver als der weiße, was den größten der Stellung hier ausgemacht hat. Jetzt habe ich es hier irgendwann geschafft, also mich eigentlich ganz gut aufzustellen. Ja, auch eben hier diesen Bauern, also mit Springer G6 ist ihm meine Idee, Springer F4 zu spielen, diesen Bauern abzuholen und Schwarz kann den mit Hilfe von G6 nicht decken, weil der auch hängen würde. Und nach Läufer A3 ist es eigentlich noch so ein bisschen interessant gewesen, nach Springer F4 dachte ich, kann mein Gegner hier mit H4 diesen Bauern ganz gut zurückgeben. Was ich nicht wollte, um es nicht unnötig kompliziert zu machen, habe deswegen H4 gespielt. Jetzt stehen meine Bauern zwar auf Schwarz, aber das Wichtigere ist, dass ich diesen Bauern hier eben abholen kann. Und Schwarz hat jetzt eben hier versucht, Gegenspiel zu suchen am Damenflügel. Es kam Läufer F8, hat hier eben diesen wichtigen G7-Bauern noch gedeckt. Springer F4,
B5, will jetzt hier eben weiter nach vorne laufen, ansonsten habe ich einfach mehr Bonn und sollte gewinnen. Und Springer E6. Wenn ich es schaffe, den Springer in den Läufer zu tauschen, dann werde ich dieses Bauernspiel einfach ganz einfach gewinnen, weil ich mit dem König diese zwei Bauern abholen werde. Weswegen dann Schwarz hier Läufer E7 gespielt hat. Und jetzt war so der letzte, eigentlich wahrscheinlich interessante Moment der Partie, ob ich diesen Bauern auf G7 nehmen sollte oder nicht. Ich habe ihn nicht genommen, vielleicht wäre es gewonnen gewesen. Bin ich mir nicht sicher, habe hier Springer C5 gespielt. Mit der Idee hier auch, mit dem, also das Bauernspiel wäre wieder verloren, wenn der König jetzt woanders hingeht, kann ich hier mit dem König über C6 laufen und jetzt hängen hier eben diese beiden Bauern und ja, also kann Schwarz nicht mehr verteidigen, aber in der Partie kann man eben König C7, erlaubt mir nicht hier nach C6 reinzugehen und vielleicht ist es hier gar nicht mehr gewonnen. Hätte ich jetzt hier auf G7 genommen, denke ich, hat Schwarz auf jeden Fall einige interessante Ideen, zum Beispiel Läufer F8. Ich gehe zum Beispiel meinem Springer nach H5 und das Problem ist jetzt eben, dass hier Schwarz einige interessante Ideen hat, zum Beispiel nach B4. Und würde ich jetzt mit meinem Springer hier nach F4 zurückgehen, einfach meine Bauern nach vorne laufen zu lassen, kann hier Schwarz vielleicht Läufer C5 spielen. Und zwar mit der Idee, wenn ich da mit dem König schlage, hier B3 zu spielen und jetzt hier einfach mit diesen Bauern durchzulaufen. Und ich kann gar nicht, also kann das gar nicht mehr verhindern, weil hier dieser Bauer im Weg steht und der Springer nicht rechtzeitig zurückkommt. Also das war so ein bisschen das Problem und auch der Grund, warum ich dann nicht auf hier dann G7 genommen habe. Also dann habe ich mich dagegen entschieden, weil ich dachte, dass diese Stellungen eben auch noch Schwarz hätte gewinnen können, was natürlich in einem Mannschaftskampf man vielleicht nicht riskieren sollte. Und im Endeffekt ist die Partie dann später remis ausgegangen und denke ich auch, also für eine Partie mit eben beidseitigen Chancen dann ein Ergebnis, was in Ordnung ist. Also natürlich, also Föhrenheim ist natürlich, denke ich, also schon einer der Top-Vereine in der Bundesliga. Es ist schon schön, natürlich mit anderen Spielern in der Mannschaft zu spielen und natürlich auch gute Gegner zu bekommen und natürlich auch eigene Top-Spieler in der Mannschaft zu haben, die einem dann vielleicht mal bei irgendwas helfen können. Neben mir spielt ja noch Josefine Heinemann, also für Föhrenheim. Und ja, wir kennen uns natürlich gut, da wir beide in der deutschen Frauennationalmannschaft sind, sowohl als auch bei Föhrenheim spielen. Also was ich zumindest versucht habe, immer war nicht nur bei den Mädchen gut zu sein, sondern auch eben bei den Jungs mitzuspielen. Also jetzt gar nicht das so zu trennen, sondern einfach zu versuchen, gegeneinander zu spielen und dass es gar nicht so geschlechterabhängig dann ist. Also dass man nicht nur gegen Mädchen spielt, sondern einfach wirklich versucht, viel gegen Jungs zu spielen und so es mehr zusammenzubringen, denke ich. Wäre ganz gut.